Hi, ich bin Fabian und ich spiele Zither. Zither kann mehr. Und das möchte ich dir auch zeigen. Mit der Zither fällt man auf. Die Zither ist kaum mehr ein bekanntes Instrument, doch sie hat eine Chance. Es gibt eigentlich nichts, was man auf der Zither nicht umsetzen könnte. Und dadurch, dass alles möglich ist, hat man die Chance, Menschen zu überraschen. Obwohl es bei uns zu Hause viele Instrumente gab, viele verschiedene Instrumente, und meine Eltern auch gesagt haben, hier, du könntest doch welche von diesen anderen Instrumenten spielen, musste es bei mir unbedingt die Zither sein. Ich hatte mir das als so Fünfjähriger in den Kopf gesetzt und es musste unbedingt die Zither sein. Und als ich dann mit 6 tatsächlich dann Zither spielen durfte, war die Freude entsprechend groß. Und mittlerweile studiere ich das Instrument. Es sind also viele Jahre vergangen, in denen ich das Instrument kennen und lieben gelernt habe. Und das in vielen verschiedenen Facetten. Heute an der Universität lerne ich nicht nur die Zither zu spielen, sondern sie auch zu vermitteln. Das heißt, ich bin Lehrer und Pädagoge geworden. Denn ich möchte gern auch anderen die Begeisterung für die Zither beibringen, wie ich damals als Kind die Begeisterung für die Zither erfahren habe. Zither habe ich eigentlich nicht klassisch gelernt über die Volksmusik, sondern ich habe Zither eigentlich über die alte Musik kennengelernt. Heute spiele ich am liebsten Jazz. Aber kenne mich auch sehr gut aus in der alten Musik, in der Volksmusik, aber auch in der Popmusik. Was gibt es denn noch? Neue Musik. Ich bin ein Grenzgänger. Ich spiele auf einem Volksmusikinstrument, am liebsten Jazzmusik. Aber nicht nur ich möchte Jazz auf der Zither spielen, sondern vielleicht ja auch andere. Und deshalb möchte ich andere motivieren. Es ist möglich, Jazz auf der Zither zu spielen. Aus diesem Grund habe ich auch ein paar Noten geschrieben und veröffentlicht. Einige davon kann man auf meiner Website oder auch auf YouTube vielleicht entdecken. Und vielleicht findest ja auch du das genau richtige Stück für dich. Ich sehe mich als Grenzgänger, weil ich auf einem traditionellen Volksmusikinstrument am liebsten Jazz spiele. Meine Passion ist es also geworden, nicht nur die Grenzen in meinem Kopf zu sprengen, sondern auch die Grenzen in den Köpfen meiner Zuschauer. Denn mit der Zither falle ich auf und beweise, Zither kann mehr. Zither kann Jazz. Zither kann mehr sein, als wir alle glauben.